gerne kurz auf Ihre Frage eingehen, Frau Kamera. Das Ding ist, es macht einen Unterschied, ob es das Ding ist mit, ich muss einen Antrag stellen, ich stelle ihn immer leid und habe damit zu kämpfen, als auch diesen Antrag zu stellen, um dann die Teilhabekarte zu bekommen oder die dann hier dann noch beantragen zu dürfen oder sonstiges. Oder das Ding mit, die Teilhabekarte wird als Zeichen dessen, wie es die Frau Bock auch ausgedrückt hat, mit, hey, wir stellen jetzt diesen Antrag und du wirst dann auch diese Teilhabekarte einfach bekommen, damit du Teil unserer Gesellschaft bist, dass du es sein kannst. Und damit verringert man tatsächlich einfach diese Hürde, weil es ein Zeichen dafür ist, mit Menschen sind willkommen. Menschen sind willkommen damit. Und ganz ehrlich, es gibt ständig Stress im Punkt mit den Behörden, dass dann einfach nochmal Ärger nachkommt bei Antragstellen und so weiter und so fort. Und es ist ein Zeichen dahingehend auch, dass sich das ändern kann und dass damit schon dieses Symbol einfach aufgesetzt wird mit, nein, wir wollen es hier anders haben. Wir wollen, dass die Menschen diese Anträge stellen. Wir wollen, dass sie es einfach dabei haben und wir wollen, dass sie an diese Leistung kommen, weil sonst einfach scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Und deswegen ist es ein total tolles Symbol, einfach Menschen auch zu zeigen, ihr seid